Na dann würde ich mal sagen, nochmal offiziell für den Stream. Willkommen zum Was wäre, wenn Pen Paper das Gesetz? Was wäre, wenn mit den Zwergenfürst? Und ja, mit euch, ihr könnt auch noch mit, ihr könnt jetzt eure Fragen und dann noch loswerden am Ende. Jetzt sind zwei unserer Spieler jetzt nicht mit da und können da ihre Fragen nicht mitstellen. Aber ja, die müssen sich dann halt einfach, die müssen sich in der Aufzeichnung angucken. Joa. Eine Frage. Was wäre passiert, wenn Pharao Mönche einfach überzeugt hätte, dass wir nicht mitgehen? Ich hab's gerade nicht verstanden. Also was wäre eigentlich passiert, wenn Pharao wirklich überzeugt hätte, dass wir es nicht machen? Wäre es dann einfach so Ende gewesen nach einer Stunde? Fragorn hat sich die ganze Zeit, das hatte ich dann den Charakter, das der war, hätte ich mir eigentlich nie so gedacht. Also dazu müssen wir mal Was war sagen, am eigentlich eher Anfang, von, was war so seine geheime Sache? ihr hattet alle, ich hab jenem Charakter eine geheime Sache gegeben, was tatsächlich nicht so Gesetz. funktioniert hat, wie ich es gewollt hatte. Also Tatsächlich, bei Wolfi habe ich letztes Mal gemerkt, also ne? Wolfis Charakter, also Christine Schmidt, das war, die hatte ich als Verräterin geplant. Ja, das habe ich aber schon gemerkt gehabt Was auch beim nicht so letzten Mal. ganz rübergekommen ist, wie ich geplant hatte, aber gut, das ist Pen Paper, das kommt, das passiert, dass Ja. dann was nicht rüberkommt, wie es geplant ist. Die Verräterin, die Hat er die nicht. Aufgabe hatte, die tatsächlich Mitglied einer rechts, ja, nicht extrem, aber rechten Partei zu sein, die so ein bisschen da für das Gesetz Die ist und FDP. dann so ein bisschen da so ein bisschen da mit dabei ist und dann so ein bisschen die ganze Zeit sabotiert. Das kam am Ende des letzten Streams und bei Wolfi ein bisschen hat sie angefangen, das so in die Richtung zu bewegen mit dem, als dann den Gesetzestext verbrannt hat. Das war der erste Move, der so ein bisschen, das hätte eigentlich noch besser und das habe ich auch angemerkt, als sie dann gesagt hat, scheiße, ne? Als sie dann darauf reagiert hat, das war eigentlich, wenn sie besser gewürfelt hätte, hätte es dann noch besser geklappt und jetzt dann. Ja. Da wäre es auch ein bisschen, hätte es vielleicht auch besser kaschieren können. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das letzte Mal, als ich den Gesetzestext verbrannt hatte, sofort gemerkt, dass das mit Absicht war und dachte so schon, ja. Ja, dadurch ist auch aufgefallen, dadurch, dass nicht ganz Ja. mit, dadurch, dass aus so ein bisschen missglückt ist, hat es auch so reagiert und hat es irgendwie ein bisschen verkackt. Ja. Aber ich muss sagen, das, ja, die Würfel waren heute echt Du nicht auf meiner hattest, Seite. die Würfel waren nicht auf eurer Seite. Was war Was war noch hier? Faragons Sache? Daniel Meyer hatte die Rolle, dass er hatte, das habe ich am Ende noch versucht einzuführen, weil es gab mehrere Möglichkeiten, wo ich das hätte einführen. Kommen wir gleich nochmal dazu. Ich bin zwei gekonnt aus dem Weg gegangen. Er hatte die Rolle, dass er einen Vater im Bundestag hat, dass er sein Vater CDU-Abgeordneter ist, der kam am Ende nochmal rein, habe ich da noch mit reingebracht, dass er die Aufgabe hat, alles was CDU angeht, alles was da grundsätzlich ein bisschen skeptisch anzugehen und so ein bisschen, gerade bei rechten Politikern, ein bisschen ängstlich und ein bisschen zurückweisend zu sein. Das war seine Aufgabe. Die Rolle von, da hat man noch Jade, von Jane, in der Rolle von Fargon die hieß der Verschwörungstheoretiker. Der hat die Aufgabe, so ein bisschen alles so ein bisschen durch eine schwarze Brille zu sehen. Alles so ein bisschen so, die Politiker da oben, die sind doch alles nur das, die sind alle böse, die wollten alles nicht, alles so ein bisschen den hinter jedem so ein bisschen die Verschwörung zu sehen, so ein bisschen da, was eher ein bisschen so eher in die Richtung so aggressives Bundestagsstürmen gemacht hat, was ich nicht Ja, gedacht das hat hatte. am Ende funktioniert, aber davor irgendwie nicht. Gab's noch die Naga, glaube ich, hatte, der dann abgesagt hatte, der nicht dabei war.
Was hat er eigentlich für eine Rolle gehabt? Der hätte noch die Rolle des Anti-Linken gehabt. Also der hat sich jedes Mal blockiert, wenn er. Der hat jedes Mal blockiert, wenn. Das war, fand ich schade, dass er nicht dabei war. Der hätte die Rolle gehabt von. Der hat was gegen Linke, weil er mit denen schon oft das. Weil er die Linken zu rechts findet. Weil die dem zu wenig extrem sind. Jetzt hätte alles blockiert, was irgendwie an Linken in den Weg kommen wäre. Es wäre euch gerade schwierig geworden bei der Szene, wo er mit dem Linken geredet hat, der euch dann in den Bundestag reingeführt hätte. Da hätte der Nager sich dann zwischengehängt und gesagt, nee, mit dir wollen wir nichts zu tun haben, dass Ach der so, du komplett meintest gerade die blockiert. Partei. Ich dachte, du meintest gerade Linke generell. Nee, mit der Partei Die Linke hätte Ja, der. Der wäre im Bundes, der verständlich. wär komplett ein Querschläger gewesen bei alles, was im Bundestag, wenn er irgendwie mit den Linken irgendwie kooperieren hättet wollen, dann Ja, wär er komplett dazwischen gegangen. hättest du Fabian noch verhaften lassen, wenn wir im normalen Verlauf durchs Ding gegangen wären, durch den Besucheingang? Wen verraten? Verhaften lassen. Fabian. Nee, das war jetzt hauptsächlich eher so eine Sache für die, weil er nicht mehr konnte, dass er es das doch technisch Okay. reinbringe. Ich hatte anfangs vorgehabt, das durchzubringen, das irgendwie durchzudrücken, das mit den Morden hatte ich auch nicht gesehen, dass da so viele Morde begeht hier. Das war so ein bisschen. Das Er hat war sechs Leute oder so so sechs umgebracht. Leute. Da war dadurch, dadurch war es der logische Schluss. Ich hätte vielleicht irgendwann mal gesagt, ich hätte es euch schwerer gemacht. Wenn ihr mit dem in den Bundestag reingegangen wärt, hätte ich euch gesagt, also hätte ich euch noch mehr Security auf den Hals geschickt, hätte ich euch gesagt, das ist halt wirklich da. Ich hätte ihn nicht verhaften lassen, aber das wäre schon ein bekanntes Gesicht, also der hätte da Schwierigkeiten gehabt, irgendwo reinzukommen. Ja. Das hätte ich euch schon als Strafe dafür, hätte ich das zu euch gegeben. Jo. Ihr könnt es aber auch. Oh, krass, dass er gefühlt im Büro schon Hatten wir zwei Leute jeder, umgebracht hat. hatten wir noch jeder, also die wertvollen, hatten wir noch, ihr hattet einen wertvollen, jeder hat einen wertvollen Gegenstand und einen verbotenen Gegenstand. Der verbotene Gegenstand war einfach nur dafür da, dass er dann am Bundestag, dass er dann bei der Kontrolle ein bisschen, dass dann darauf würfeln müsst, dass ihn abgeben müsst oder auch nicht. Du hattest dann keinen mehr, Daniel. Also aus dem Schläger, Ja. den du irgendwie mitgenommen hast, hast du dann irgendwie doch geschafft. Ansonsten halt die Kämpfe, die halt schon möglich waren, ein paar habt ihr davon am Anfang mitgemacht. Ja. Die wertvollen Gegenstände waren einfach dafür da, das haben wir jetzt einfach nicht ausgespielt. Theoretisch hat einer von euch hätte, ich glaube, Christine habe ich das gegeben, aber da die Christine dann an meinem entsprechenden Ort nicht da war, ist es ausgefallen. Der wertvolle Gegenstand, ihr erinnert euch damals am, da kommen wir später nochmal dazu, am Hauptbahnhof in Berlin. Gab es den einen Dieb, der euch angerempelt hat und dann das Portemonnaie geklaut hat. Da habt ihr leider nicht genug nachgeguckt bei euch, weil der hat Christine auch ihren wertvollen Gegenstand weggenommen. Und Hatte Christine für einen. dieser wertvolle Gegenstand, den hätte Christine gefunden. Also wenn Christine an dem bei der Gemäldegalerie war das gedacht, dass da ihr wertvoller Gegenstand hinter dem Gemälde hängt. Da habe ich mir aber als Alternative aufgeschrieben, wenn irgendwer anders, der dann nicht den, dem da nicht das, der Gegenstand geklaut wurde, das kriegt er halt statt dem wertvollen Gegenstand, kriegt er halt einen Ausweis, einen Parlamentsausweis, dass er halt irgendwie. Und die anderen Gegenstände waren einfach, die hätte da nutzen können. Nutzgegenstände. Okay, dann hatte ich noch ein System, was ich gedacht habe, mit Bekanntheit, was war da, wo ich mich dann spontan entschieden habe, dass das nicht mehr durchführe. Da hätte ich euch dann jedes Mal, wenn ihr irgendeine Sache macht, wenn jemand auf offener Straße ermordet hätte da Bekanntheit gekriegt. Da hätte ich euch gesagt, ihr kriegt 3 Punkte Bekanntheit und wenn ihr auf 10 Bekanntheit seid, dann hänge ich euch ein paar Ja. Polizisten, also wie in GTA hänge ich euch ein paar Polizisten an der Backe oder so, Das dann seid ihr halt bekannt hört und sich an. seid gesucht dadurch, dass dann, das wäre noch so ein, das hätte ich euch jetzt als Erschwerung im Weg gelegt, weil halt so ein bisschen, habe ich mir aber dann gesagt, nee, das mal, wir wollen hier Spaß haben, das ist dann,
Weil spätestens an dem Punkt, wo Jane dann die ersten paar Leute umgebracht hat, da wäre ich dann instant auf 10 Punkte, 10, 10 von 10 Bekanntheit gehen müssen und dann wäre es dann auch vorbei gewesen. Das dazu. So, jeder. Da hat man am Anfang die Kneipenszene. Warum haben die Also die einmal Hälfte durchziehen. der Kneipe umgebracht? Die Kneipe, das war einfach komplett improvisiert. Das ich in der Proberunde vorher, muss ich sagen, das war am Anfang noch nicht geplant, diese Kneipenszene. Das war in der Proberunde, das war eine Idee von Mordi. Die Credits müssen an Mordi gehen. Dafür, der Lob dafür geht an Mordi. Weil wir das in der Proberunde mal ausprobiert haben und da habe ich. In der Proberunde habe ich ehrlich gesagt die Spieler am Anfang in der Wohnung von dem Erich Schwarz starten lassen. Es war aber so unglaubwürdig, wie wir es gespielt haben in der Proberunde, weil die nicht wussten, wo sie sind und wo sie, also warum wachen wir jetzt in der Wohnung von einem Abgeordneten auf? Das war so ein bisschen. Das war ein Ja, alles bisschen gut. schwach, deswegen habe ich dann gesagt, haben wir dann noch habe ich noch gemeinsam, Pflege war ja, glaube ich, dabei bei der Proberunde. Ja. Ist der jetzt ja miterlebt, da haben wir doch mit gemeinsam das entwickelt, dass wir davor die Kneipenszene machen, das dann, die ich super finde, nach wie vor. Dass man da sozusagen noch ein bisschen Zeit hat, sozusagen, dass die erstmal Zeit haben, sich da erstmal vorzustellen, sich zu kennenzulernen, sozusagen anzukommen. Und auch mal zu so sagen, wie kommt ihr hierher, wo seid ihr, also die Szene war Oh ja. komplett nicht geplant, also wir haben auch zwei Proberunden gemacht, das lief jetzt dreimal verschieden, das war die Kneipenszene, lief komplett, wir haben jetzt drei verschiedene Versionen davon gespielt, einen davon habe ich Einmal mit euch im spielen. Stream gespielt, Ich und meinte nur, ich fand schon, dass wir so gefühlt den halben Club umgebracht haben. Das hätte ausgehen können, wie es war einfach nur geplant, war nur eine Kneipenschlägerei soll stattfinden und ihr sollt im Fernsehen da schon mal ein bisschen was vom Gesetz mitkriegen, soll schon mal das so ein bisschen eingeführt werden. Der Rest, da Das habe ich ein wollte paar ich. NPCs platziert und habe dann einfach dort mit den NPCs, die habe ich umgestellt und umplatziert, da habt ihr versucht, aus der Kneipe rauszugehen, da habe ich euch die Rocker in den Weg gestellt, so einfach, da habe ich einfach darauf reagiert, auf alles, was ihr so getan habt, habe ich dann mit den NPCs, die ich zur Verfügung hatte, reagiert. Ja, dann hatten wir die Sache, dass der. Dann habt ihr euch wieder, seid ihr aufgewacht neben dem Abgeordneten. Das war so gewollt. Da habe ich euch auch. Ich wollte euch irgendwie. Das war halt irgendwie, dass du irgendwie hinkriegt, dass zu dem Abgeordneten hinkommt, weil das die Schlüsselperson war, die euch dann in das Abenteuer einführt. Deswegen habe ich mich dann K.O. geschlagen und dann einfach dahin als Notlösung euch dahin geschleppt zu dem. Und was es wurde, ist Massenmord, schreibt Morty gerade im Chat. Ja. Das machen ja die Charaktere draus. Weiter ging es dann in dem Hotel, was dann einfach. Da gab es halt nicht viele Möglichkeiten. Planmusik. Nochmal. Weiß nicht, wie die Musik passend ist. Kommt mir manchmal zu leise vor. Musik, die richtig einzustellen, ist auch ein Abenteuer. Wo war ich stehen geblieben im Hotel? Da gab es dann, da hättet ihr ja noch, da habt ihr auch, glaube ich, noch ein bisschen was gemacht, da hättet dann halt im Hotel noch ein bisschen was machen können. Also in der Proberunde hatten wir eine Bar, die zur Verfügung stand, und Pfleges Kraft hat sich, glaube ich, in der Proberunde einfach mal hingesetzt und ein bisschen Gitarre gespielt. Also das war halt so, da gab es halt auch Möglichkeiten, die ihr machen können, auch im Hotel irgendwie, aber. Ich habe euch auch gesagt, ihr wart nach der Kneipenschlägerei auch so komplett drunter, dass ihr euch nicht mehr viel erlaubt hätte. Auch nicht wesentlich. Ein bisschen schief gelaufen ist dann, als ich dann
als die Charaktere dann mit als dann zum Abgeordneten mit nach Hause gekommen sind, da war es dann so ein bisschen, da wurde dann die Frage gestellt, die alles versaut hat. So ein bisschen, warum muss irgendwas jetzt machen? Da hat es mir so ein bisschen gefehlt. Der hat sich so ein bisschen auf Wolfie gesetzt, die zu dem Zeitpunkt gerade nicht da war. Die so ein bisschen die Rolle des Arbeitslosen auch noch hatte, so ein bisschen, darum geht es ja im Gesetz, dass die dann nicht mehr raus dürfen aus dem Land, dass die dann ein bisschen Motivation hat und sagt, ja. Und da sie auch die Mission hatte, von Anfang an das zu sabotieren und da mitzumachen, da sie die Aufgabe hatte, in den Bundestag zu gehen, das im Bundestag das Gesetz auf die Wege zu bringen, das zu machen. Ja, das hat eher Fragen. Das war ihre Motivation, dass sie da die treibende Kraft ist und natürlich auch Interesse daran hat, dass ihr euch sagt, ja, wir müssen da jetzt hin. Wir müssen das jetzt machen. Deswegen habe ich am Anfang noch ein bisschen mit euch diskutiert, was eigentlich Wolfie hätte übernehmen sollen, weil sie doch in ihrem Charakter sehr viel Bock drauf hat, da jetzt auf dieses Abenteuer zu gehen. Ich hätte noch öfters, dass die Loot-Liste einbauen wollen, aber ich glaube, das kam genug zur Geltung. Was hat man dann noch? Ja, dass er von der Piratenpartei ist, das gab es dann noch. Ja, am Anfang war eigentlich relativ viel. Hab da eigentlich schon einiges nach Plan gemacht. Dann gab es die Szene, in dem Einkaufsviertel war das, wo ihr dann durchs Einkaufsviertel gegangen wart. Dort konntet ihr auch schon auf den Informanten treffen, den habt dann auch getroffen. Der hätte euch auch nicht viel mehr gesagt, der hätte, wenn ihr den angesprochen hättet, irgendwie oder den noch versucht hättet, irgendwas aus ihm herauszulocken, hätte er. Der war nur da, um einmal gesehen zu werden. Der hätte euch erkannt, aber der hätte euch nichts gesagt. Der wäre stumm geblieben und hätte gesagt, der hätte vielleicht so getan, als würde er Französisch sprechen oder so. Der hätte irgendwas gemacht da. Der hätte sich verschlossen gehalten. Dann gab es die Szene am Hauptbahnhof, wo es da in Dresden, wo wir dann, wie gesagt, Nazis verschlagen haben. Ja, vorher konntet ihr noch alles einkaufen, das habt ihr ja, das ist so eine Möglichkeit, die ihr einkaufen wollt. Habt ihr ja. Gab es die Nazi-Szene am Hauptbahnhof, die war so geplant, dass eigentlich das, die haben auch in der Proberunde haben wir vorher schon, hat es schon so geklappt. Also ihr hättet mehrere Möglichkeiten gehabt, ihr hättet einmal vorbeilaufen können, ihr hättet einfach ignorieren können, was da passiert, dann es hätte später Folgen gehabt, da kommen wir später zu. Was ihr gemacht habt, die angreifen, das war komplett ungünstig für euch. Ihr hättet die nur einfach anstupsen können. Ihr hättet irgendwie mal einmal einer schlägt mal mit der Faust oder mit einem Schlagring ins Gesicht und die wären abgehauen. Die hatten keine Kampfwerte, diese Nazis. Die wären komplett abgehauen und wären. Die hätten das Weite gesucht, hätten Panik gekriegt, das waren komplette Schisser und Feiglinge. Der Daniel hätte nur einmal auf bedrohlich wirken müssen, würfeln müssen, hätte die einschüchtern wollen, die wären schon weggerannt. Aber dadurch, dass. Ich kann nichts dafür, dass Faragon direkt mit Messer ich das Faragon dann. Da war ich auch relativ baff, da war ich ziemlich erschrocken. Da ich das Faragon dann sofort auf Messerstecherei, auf ich will ihn erstechen und das dann auch noch. Der hat eine relativ niedrige Zahl gerufen, da musste ich einfach sagen, du zerstichst ihn durch die Brust. Dadurch, dass die einfach gerade. Dadurch, dass er den mit einem Stich erstochen hat, dadurch, dass gerade vor deren Auge ihr Freund erstochen wurde, umgebracht wurde, da war auch dann vorbei. Damit waren dann alle Feiglinge und Sachen vorbei. Damit wollten die einfach kämpfen. Das waren dann die Mörder des Freundes und das dann.
Dann nehmen sie alle Mut zusammen und kämpfen halt. Das ist halt ein Kampf draus geworden. Ich hatte keinen Kampf vorgesehen, aber da habt ihr dann einfach einen draus gemacht, dadurch, dass Jane dann drauf losgegangen ist. Hab ich halt einfach die zwei Runden dann übernehmen lassen, egal was ihr gewürfelt habt, und dann sind die nacheinander darum gegangen. Hatte dann Kampf. Das ist halt. Theoretisch hätte da so mit jedem NPC vorgehen können. Also, Ja, ich wenn weiß. er irgendjemand angreift, und so war das konzeptiert, wenn er irgendjemand, auch später im Bundestag, wenn er irgendjemand angreift oder irgendwie das, dann reagieren die dementsprechend, und da hätte der, er hätte auch im Bundestag mit jedem Kämpfe führen können. Das hätte da Ja, ich erst wollte zum dann, Bundestag nicht unbedingt einen Kampf führen. es wäre dementsprechend passiert, aber Ich habe nur gut, dann trotzdem gab es fast hier noch. meinen Kampf Dann ausgelöst, weil ich umgefallen bin, zu dumm zu laufen. warte am Bahnhof, da gab es übrigens die Möglichkeit, das habe ich euch jetzt einfach genommen, weil ich euch gesagt habe, der Abgeordnete schenkt euch Tickets, der besorgt euch für euch. Da gab es auch noch die Möglichkeit, die ich geplant habe, dass ihr vergessen habt, Tickets zu besorgen, dass ihr dann im Zug halt mit dem Schaffner noch Probleme kriegt, dass ihr so ein Ticket fahrt, dass ihr da rausgeschmissen werdet. Da gab es noch eine Storyline, wo dann irgendwo in einem Vorort Laufen. von Dresden gelandet wärt, da hättet ihr noch irgendwie auf einen Flixbus warten müssen oder auf einen, hättet ihr die Wahl gehabt, ob ihr ein Taxi nehmt für ein Taxi für 400 sonst was Euro irgendwie, die gekostet von Dresden nach Berlin, das viel zu teuer gewesen wäre. Da hättet ihr euch Alternativen ausdenken müssen, wie ihr nach Dresden, nach Berlin kommt irgendwie, weil ihr dann bei der rausgeschmissen wurdet. Also Zug, auf den nächsten Zug warten oder so weiter, da hättet ihr da mal gucken müssen. Aber am Hauptbahnhof gab es noch das Rätsel, das hatte ich geplant. Das war dann halt die 5 Fragen aus dem Einbürgerungstest. Ja, da gab es dann halt Items aus der Lootliste dafür. Nichts weiter spannend. Am Hauptbahnhof hätte dann noch einkaufen können. Da gab es noch spannende Sachen, da habe ich mir aufgeschrieben, was alles so tatsächlich. Da habe ich mir wirklich recherchiert und habe mir wirklich gesagt, was tatsächlich im Hauptbahnhof zu kaufen gibt, was da. Da gab es zum Beispiel auch einen Sextoy-Shop, das wo Sextoys sexy Wäsche hätte kaufen können. Jetzt wirklich in Dresden am Hauptbahnhof. Ja, dann hab ich gewürfelt auf, ob der Zug pünktlich kommt. Ich glaube, da habe ich dem Zug dann. Da habe ich dann eine 70 gegeben, habe ich dann gesagt, 70%. 70% Chance, dass der Zug nicht pünktlich kommt, also dass der Zug zu spät kommt. Aber ich habe so eine gute Zahl gewürfelt, dass dann irgendwie, dass dann doch pünktlich kam, und dass er dann wirklich Irgendwann muss dann, er auch pünktlich war eine kommen. Seltenheit, der kam dann trotzdem pünktlich. In der Bahn habt ihr seid dann auf die ältere Dame und den ich glaube, ich hatte den für den sogar einen Namen. Nee, hatte ich gar Ja, nicht. hatte ich nicht, glaube ich. Hatte ich einen Namen? Glaub schon, ich weiß nicht. Habe ich wieder vergessen, weil er komplett nicht zum. Ihr hättet dort, also was er machen hättet können. Den Schaffner gab es auch noch. Das Bild habe ich dann später benutzt auf der Demo. Den hättet ihr dort in der Bahn schon. Da hättet ihr dann Ärger mit dem kriegen. Das war halt gedacht, wenn er keine Ja, Tickets hätte, richtig. hätte er euch rausgeschmissen. Damit hättet ihr ihn schon gesehen. Damit hättet ihr das Wissen gehabt. Also wenn ihr Ärger mit dem Schaffner gehabt hättet, hättet ihr das Wissen gehabt, was er später auf der Demo hättet brauchen können, wenn der Junge euch berichtet, einer hat euch die falsche, hat euch diesen, den Schaffner erklärt, wie er aussieht, hat euch die Charakterbeschreibung von dem Schaffner gegeben. Da hättet ihr gewusst, das ist der Schaffner aus dem Zug. Das kann nicht stimmen, was der da erzählt. Da hättet ihr schon das Wissen vorher gehabt. Und den stellvertretenden Demonstrationsanführer hättet ihr auch schon im Zug ansprechen können. Der hätte euch schon alles über die Demo erzählt. Es wäre die einzige Möglichkeit gewesen, ihn als Begleiter mitzubekommen. Das hättet also, wenn ihr ihn im Zug angesprochen hättet, dann oder ihn unterstützt hättet gegen die alte Dame, die gegen die Jugend heutzutage wettert, der seine Unterstützung kriegen könnte, der hätte euch noch, der mit euch mitgekommen. Erich hat euch ja dann am Hauptbahnhof, der Piratenpartei, der Politiker hat euch dann am Hauptbahnhof verlassen und ist dann
ist dann zum Parteitag abgedüst und da hätte dann, da wäre er dann mit euch mitgekommen. Ich habe euch nochmal die Möglichkeit gegeben, dann habe ich nochmal, war nicht geplant, aber dann habe ich euch nochmal, als ich euch nochmal auf dem Silbertablett serviert, habe ich euch gesagt, hier kommt er nochmal, sprecht ihn nochmal ein, an, letzte Möglichkeit, ihn irgendwie zu bekommen. Oh. Am Hauptbahnhof war noch, da seid ihr dann angekommen, da gab es die Sache mit dem Dieb. Wie gesagt, wie schon gesagt, der hat einmal dem, da habe ich dann gewürfelt, wem er was klaut. Irgendeinem sollte da das Portemonnaie klauen. Das wurde dann der Abgeordnete, hätte auch einer von den Spielern werden können. Wurde dann das NP der NPC. Ist aber auch gut geworden, ist auch gut gespielt worden. Dann gab es die zwei Damen, die zwei sexy Damen, die dann aus dem, die am Gleis waren, die ein bisschen mit Christine geflirtet haben. So ein bisschen. Ich hätte es auch mit irgend, da habe ich auch, ich glaube, ich habe da auch drauf gewürfelt, habe ich auch gesagt, wen von den Spielern, mit wem von den Spielern der, die flirtet, ist Christine geworden, ein bisschen Gay Couple, so ein bisschen Gay Shipping, sehr schön. Hat dann ziemlich, ich glaube, Wolfi hat da relativ abweisend reagiert daraufhin. Hätte ich euch noch mit flirten lassen, das ist, wenn da jetzt irgendwie hätte ausspielen können, das war noch ein bisschen, flirtet noch ein bisschen mit der rum oder so. Da wäre nichts großartig passiert, hätte ich euch noch ein bisschen als, ja, zum Spaß einfach mal gegeben. Am Berliner Hauptbahnhof hättet ihr noch alles einkaufen können, da hätte ich euch auch gesagt, da hat er die Möglichkeit, Sachen einzukaufen, die ihr braucht. Ja, dann waren wir vor dem Hauptbahnhof. Da hatte ich doch die katzenartige Gestalt dafür, die alle irritiert hat. Ja. Das war einfach eine Anspielung an Silvana aus Pen Paper, die Herrschaft der Schatten. Das war der Charakter, den die liebe Yumi gespielt hat in unserem Fantasy-Abenteuer. Die Katzenkreatur mit dem Pfeil und Bogen. Die sollte einfach als kleines Gimmick da sein, um einfach mal als Crossover zwischen unseren Pen-Paper-Welten ist da. Und die hat auch genau das gemacht, was sie in Teil 1 von Pen Paper, die Herrschaft des Schatten, gemacht hat. Nämlich dem NPC in den Hals geschossen, damit der, und dann konnte der die Story nicht mehr erzählen. Genau, das war einfach gedacht, dass die einfach mal einem Demonstranten in den Hals schießt. Das war einfach so für Leute, die alle Pen Papers gucken, in der richtigen Reihenfolge, dass die so ein bisschen keinen Appetit haben, dass die so ein bisschen sagen, ah, okay, hier taucht das wieder auf. Ein kleine Erinnerung. Ein kleines netter Insider für Leute, die unsere Pen Paper Abenteuer verfolgen. Für alle, die es nicht verfolgt haben, waren so verwirrt wie ihr, das war es einfach. Da war es einfach eine verwirrende Szene. Ja, und dann war, glaube ich, vom Paul Löbe Haus das kleine Mädchen. Das mache ich jetzt alles aus dem Kopf heraus als Erinnerung. Was gab es da noch für Möglichkeiten? Ach ja, vorher gab es noch mit dem. Also eigentlich hätte ich auch geplant, den Vorsitzenden der Piratenpartei dann nochmal mit. Den hatte ich auch eingeladen, dass der mal einen kleinen Text aufnimmt für uns, dass der noch was einspricht. Das ist jetzt irgendwie, hat er nicht geschafft, zeitlich. Wollte aber, da wäre noch ein kleiner Text gekommen, wie er noch den Erich abholt und zum Parteitag fährt. Hätte euch noch begrüßt und so weiter, das wäre noch ein nettes Gimmick gewesen. Da hättet ihr auch noch irgendwie, da hätte ich auch noch einen Charakterbogen für ihn. Hättet da doch noch den. Hätte ihn noch überzeugen können, dass euch den Erich da lässt. Der hätte theoretisch den Erich noch bis zum Ende haben können. Wenn noch irgendwie gewürfelt hat. Aber gut, das habe ich ja dann auch ausgelassen, weil ich dann, weil dann die Voice nicht da war. Das habe ich dann, weil ich dann einfach gesagt, der haut einfach ab, wenn er.
Na gut, ich glaube, ich habe euch die Möglichkeit gegeben, weil es an der einen Stelle war, dass da gab es diesen, da habe ich gesagt, dass der Bus vorfährt und den abholt. Da hatte ich kurz noch die Möglichkeit gegeben, dass er mal zu dem hingeht und mal zu dem Erich hingeht und mal nochmal mit ihm redet, bis nicht doch mitkommen. Das habe ich sehr, sehr erschwert, da hätte ich gesagt, also wirklich nur, wenn er 1 bis 10 würfelt, also der muss halt wirklich weg. Und also wenn er 1 gewürfelt hätte, hätte ich euch gesagt, ja gut, lässt sich überreden, mit euch mitzukommen. Hätte er den als Unterstützer noch dabei gehabt. Okay. So viel bis dahin. Dann hatten wir das Mädchen vom Paul Löbe aus. Das hätten wir, das hat nach der Mami geschrien. Das war einfach nur, das hätte da beruhigen können, wenn ihr es geschafft hättet. Dann wäre die Mutti einfach gekommen. Also an dem Moment, wo das Kind beruhigt hätte, wo es aufgehört hätte zu weinen, wäre die Mutti gekommen. Und dann hätte die Mutti gesagt, ich war nur um Paul Löbe aus, dort Tickets besorgen. Aber ihr habt da, glaube ich, habe ich das noch mit reingenommen? Oder ich glaube, ich habe das noch mit reingenommen, oder? War das im Stream? Auf jeden Fall habt ihr ihr habt das komplett vergeigt an dieser Stelle. Ja, Da Wolfi war da nicht ganz so gut drin. habt ihr sie eingeschüchtert und dann war es dann, da war es dann vorbei. Da habe ich dann den Polizisten geschickt, den ich da eingesetzt hatte. Durch dann weggejagt hat. Die einzige Auswirkung, die das hatte später auf dem. Hoppla. Später im Bundestag, am Ende hatte ich dann noch die Szene, wo das Mädchen nochmal wieder trefft. Da hätte sie euch finden, wenn ihr der vorher geholfen hätte sie euch noch ein kleines Geschenk gegeben. Ich glaube, ein Kuscheltier in Berliner Bär hatte sie euch gegeben. Das ist dann noch ein netter kleines Geschenk. Und dadurch, dass ihr sie vorhin zum Bein gebracht habt, hat sie euch dann ignoriert. Das war dann an der Stelle nicht mehr möglich, da Verständlich. von ihr was zu kriegen. Okay, und dann wart ihr auf der Demo. Da lief eigentlich alles. Da hatte ich noch mehrere NPCs vorbereitet. Also ich hatte hier wirklich. Hatte wirklich viele NPCs, viele Bilder hier noch. Kann ich noch ein paar einblenden hier, die wir nicht mehr hatten. Gerade auf der Demo. Hatte ich wirklich viele Demonstranten. Hier hatte ich noch hier ein paar hübsche Bilder hier von Demonstranten, die ich hier geplant hatte, die ihr noch, auch noch treffen könnt. Auf der Suche nach dem Informanten hättet ihr noch viele Möglichkeiten gehabt, hier noch Leute zu treffen. Vorsicht. Verschiedener Herkunft, verschiedener Hautfarbe, also von überall her. Das ist halt hier relativ sortiert, deswegen alte und junge Leute hätte es hier noch gegeben, da ist Demonstranten hier auch alle. Ihr habt ja, glaube ich, getroffen, den einen hier, der euch was erzählt hat. Hätte es auch noch ein paar sexy Frauen gegeben, die ich euch eingeblendet habe. Da habe ich halt random einfach ausgewählt, so also hätte auch noch. Ich habe halt einfach ein paar. Ich glaube, die hattet ihr noch gesehen, die habe ich auch noch gegeben, ja. Also noch sowas, so einen gegeben, also ein bunter Mix, auch noch eine alte Frau hier noch, die dabei gewesen wäre. Die habt ihr, glaube ich, am Gleis dann, die habe ich dann am Gleis gepackt. Ja, auf der Demo eigentlich gewesen. Die jungen und alte Leute, die es hier noch gegeben hätte. Habe ich jede Dinge ignoriert. Sexy Man. Einfach von Politikern, einfach hoch. Hier. Joa, das war einfach dazu da, da hätte ich euch noch ein bisschen. Das wäre doch noch ein bisschen dazu da gewesen, um euch in die Irre zu führen, um euch noch ein bisschen so rumzuscheuchen, was ich da alles gehabt hätte. Den einen haben wir, glaube ich, gemacht, den Jungen, dem er was schenken musste, damit er euch eine Information gibt. Nicht.
Dann hat man noch einen, der Spanisch spricht, den hat man, glaube ich, auch mit dran genommen, der einfach nur nicht verstehen konnte. Der hat euch übrigens wenn jemand Spanisch im Charakterbogen gehabt hätte als Fremdsprache, hätte da so drauf würfeln können, hätte er den komplett verstanden, dann hätte euch eine perfekte Charakterbeschreibung, der wusste, wie der Informant aussieht, aber konnte halt nur Spanisch. Das kam euch ziemlich spanisch vor. Dann gab es noch einen Jungen, der dann später. An den Jungen hatte ich den. Gab es noch ein kleines Mädchen, was ein Tauschgeschäft wieder gemacht hätte. Für eine Information. Und die hätte dann genau gewusst, wie der Informant aussieht, der jetzt dann auch. Das war also. Der hätte dann nochmal, nachdem ihr das Vertrauen in den Jungen verloren habt, nachdem er euch betrogen hat, und da jetzt beim zweiten Mal dann das geglaubt hätte, zumindest da dann nochmal Geld gegeben hättet oder nochmal irgendwie Spielzeug gegeben hättet, hättet dann genaue Informationen gelesen, kriegt. Und zwei Erwachsene habe ich noch eingemaust, die grobe Beschreibung, die so ein bisschen, hätte ich euch erzählt, wie die Haare aussehen, was er für Klamotten hat oder so irgendwie. Ein alter Mann, der eine falsche Beschreibung, das habt ihr, da hat euch der Schaffner, euch den Schaffner erzählt. Ja. Verschiedenes. Ein paar Jugendliche, die euch nur verarschen, die euch einfach nur, wenn du die ansprichst, die dir einfach irgendwie einen Vogel zeigen, Stinkefinger zeigen. Ja, die Internationale habt ihr gesungen oder nicht, wurde auf die Bühne gezogen und sollten ein paar Worte halten. Kontaktmann gefunden, hat dann die Audio vom Prof geordert. Da habt ihr den Gesetzestext und den Plan gekriegt. Den Gesetzestext hat Wolfi leider verbrannt. Der hätte da halt noch die wesentlichen Informationen herausfinden können, es war auch schon spät, deswegen habe ich das nicht gelesen. Da gab es auch noch die wesentlichen Informationen, dass wirklich dann, dass der Mauerbau und der Zaunbau schon wirklich am selben Tag eigentlich geplant ist. Wir haben es dann noch auf den nächsten Tag verschoben und da habe ich es dann erzählt, dass das wirklich unmittelbar, dass dann wirklich in Kraft tritt, dass dann wirklich das so relevant ist, dass dann wirklich die sofort in Kraft trifft und dann da wirklich das Gesetz sofort gilt und dass das ja nicht wie ihr am Anfang vermutet habt, noch ein paar Wochen Zeit habt, um ins Ausland zu kommen, sondern dass sofort die Grenzen dicht gemacht werden. Stand da noch im Text drin, das hätte dann noch rauslesen können, wenn Wolfi nicht gemacht hätte. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war das ja alles Wichtige so. Ja, im Bundestag hättet auch noch, also, ihr habt das sowieso nicht, weil es nicht geschafft habt. Im Bundestag habt ihr euch einiges verspielt. Da gab es einen Abgeordneten, der hieß Mario, das habe ich euch ja am Anfang noch gegeben. Da hat die Dalia, der hat auch noch gesagt, vielleicht meint ihr den Dalio, den Mario. Das war noch so ein Hinweis, das wäre die Schlüsselperson gewesen, wenn man den gefunden hätte im Bundestag. Das wäre der, den hätte da, der hättet euch das Ganze mit Dokumenten und so weiter erspart, weil der hätte das für euch gemacht, der wäre komplett auf eurer Seite gewesen. Das war ein Insider, der hat komplett, da hätte ich gesagt. Der ist euer Freund, der ist dabei, der lässt euch die Rede schreiben. Wenn ihr wollt, schreibt, redet, hält er die Reden auch für euch, der wäre komplett. Wäre bester Freund geworden. Es gab ein paar. Ich bin langsam echt müde und ich muss morgen früh raus. Okay. Da gab es hier noch ein paar Abgeordnete, die ihr nicht gesehen habt, oder so. Ein paar AfDler. Ach, zum Ja, Glück aber. erfahren und nicht dabei, sonst hätten wären da ein paar AfD da weniger gewesen. Ja, das wäre der Mario gewesen, der Mario Niederich heißt er, glaube ich, den er dann. Das wäre so. Den hätte er dann nicht überzeugen müssen, der hätte dann auch nicht, hätte ich nichts gemacht, der wäre sofort auf eurer Seite gewesen. Der wäre nicht im Bundestag gewesen, wenn ihr die Nazis am Anfang ignoriert hättet, wenn ihr gesagt hättet, klar, wenn ihr gesagt hättet, wir gehen dran vorbei, wir ignorieren das Ganze. Aber das war seine Tochter am Anfang. Es war noch Okay. was dann irgendwie, der hätte da noch, der hätte da gesagt, der wäre im Krankenhaus gewesen, weil bei seiner Tochter, weil die komplett
totgeschlagen wurde. Der hätte da auch noch in den Nachrichten im Fernsehen irgendwie eine Einbildung gesehen, dass die von der Schlägerei am Hauptbahnhof, die ihr verpasst habt. Ansonsten, im Besuchereingang habe ich euch mehrfach darauf hingewiesen, da hättet ihr auch noch Demonstranten treffen können, die hättet euch da ja, wenn ihr Stellvertreter gehabt hättet, hättet ihr einen Demonstranten, der euch das Aussehen der linken Politiker gesagt hätte. Da ihr die Anführerin, da ihr Dahlia mit hattet, hättet ihr zwei Demonstranten, da hättet ihr das Aussehen von Linken und den Grünen, da hätte ich euch Bilder von Linken und den Grünen Demonstranten gesagt, also wenn ihr geguckt hättet, ob da noch Demonstranten da sind. Dann kommen wir noch schnell weiter. Ja, in den Abgeordnetenbereich vordringen, das war eure Kreativität überlassen, was ihr da wollt, was ihr da macht. Da fand ich die Idee mit dem Kofferradio ganz gar nicht schlecht. Das ist gar keine schlechte Idee gewesen. Hätte ich euch die Wachen überrumpeln lassen, hätte ich euch irgendwie hätte ich sonst was machen lassen. Das ist euer Ding. Ist aber gut gelaufen. Da gab es noch mehrere Sachen. Der Bundespräsident, der wäre euch noch über den Weg gelaufen, der hätte euch noch die. Der hätte euch als Sohn. Der hätte, ich glaube, den. Sag schon, den Daniel, den hätte er als seinen Sohn war, als den Sohn von seinem Freund wahrgenommen und hätte dann. Hätte da, der hätte dann gesagt, dass er dann. Hätte ich ins Kaffee eingeladen und hätte dann sozusagen noch gesagt, komm noch mal ins Kaffee, und da jetzt im Kaffee hätte da den Freund von ihm getroffen, und der Freund hätte dann gesagt, das ist nicht mein Sohn, das ist da, hätte da rechtfertigen müssen, den Bundeskanzler habt ihr getroffen, habt da ja die Lobbyisten gemacht und die Rede für die Kohlenindustrie gemacht. Ich habe schon gemerkt, einer Max ist schon raus, aber ich rede das hier gerade für YouTube und für den Stream, damit ihr es hört. Falls wir müde sind und gehen willst, ich rede jetzt hier einfach weiter, um das mal, dass wir es wäre, wenn ihr. Jo, damit ihr alle weiterreden. Auch die Zuhörer wollen vielleicht hören, was noch gewesen wäre. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dann auch dazwischen holen. Den Bundespräsidenten hätten wir, wie gesagt, gehabt. Habe ich einfach rausgelassen, weil das wäre zu viel geworden. Bundeskanzler hat euch zum Vortrag gelassen. Den Vortrag hätte er auch schaffen können, wenn er gut gewürfelt hätte auf Politik. Irgendwie hätte ich euch gesagt, ja gut, ihr wisst Bescheid, ihr redet das Richtige. Die EU-Präsidentin war auch im Haus, die Europapräsidentin. Die hätte euch belabert dazu, wie gut Europa ist, hätte auf Englisch Kenntnisse werfen müssen, weil die in Englisch mit euch gesprochen hätte, der hätte da, um das zu verstehen, hättet da mit ihr reden, ihr hättet ihr beweisen müssen, dass ihr Europa auch toll findet, dass es großartig toll ist. Die hätte euch strikt nicht gehen lassen, bevor ihr nicht sagt, dass ihr Europa-Fans seid. Da hätte euch wirklich festgehalten. Da hatten wir den russischen Außenminister, den ich dann gesprochen habe, mit dem russischen Text, da sollte er halt erkennen, dass das russisch ist und russisch Kenntnisse darauf werfen. Die Textnachricht war übrigens, kann ich euch nochmal vorlesen, auf Deutsch, die Übersetzung davon war: Kleine junge Kameraden, also wer bist du bitte? Woher kommst du, was machst du hier in diesem Palast der Demokratie? Also wenn er wirklich gut gewürfelt hätte, hätte ich euch die ganze Nachricht übersetzt. So habt ihr nur Kameraden, wer bist du und Demokratie verstanden. Das war so ein bisschen darauf ausgelegt, wie gut ihr würfelt, hättet ihr dann noch mehr erfahren. Der Saaldiener, der euch angerempelt hat, das war so aus Versehen, der hättet auch, wenn er schlecht reagiert hätte, dann hätte er sagen können, ich motze den an oder so, dann hätte er dementsprechend reagiert. Dann hätte auch einen Kampf auslösen können, gab es mehrere Möglichkeiten, irgendwie kämpfen oder jeder von den Politikern, die ich gedacht hatte, hatte Items im Inventar,
ihr looten hättet könnt, wenn ihr den einfach, wenn die überfallen hättet, wenn ihr die ausgeraubt hättet irgendwie oder besiegt hättet im Kampf. Ein paar Securities, die ich dann rausgelassen hatte, ich noch eingeplant, die dann, wenn ich über den Weg laufen, dann sagen, was wollt ihr hier denn? Wenn er schlecht reagiert hätte, hätte er euch in den Verhörkammer gezogen und hätte euch dann auch, hätte euch noch verhört und euch befragt, was ihr wollt, wer ihr seid und so weiter, und dass da hätte doch noch entkommen müssen. Weil ich da aus Zeitgründen einfach. Gut, dann seid ihr mehrfach an Abgeordneten vorbeigelaufen. Oder sind die Spieler mehrfach an Abgeordneten vorbeigelaufen. Ich habe mehrfach gesagt, hier laufen ein paar Leute durch die Gänge, die Stips und Krawatte tragen, da hätte jederzeit, hätte ich ein paar Abgeordnete noch gehabt, ein paar Bilder, die ich noch eingeblendet hätte. Der hätte da versuchen können zu überreden, hätte da noch, hätte ich alles doch zeigen hier noch. Die hier alle sind, da hätten von der CDU und von der SPD hatte ich komischerweise keine Charaktere. Ist mir auch erst jetzt kurz vorm Stream aufgefallen, vom letzten Stream. Heißt, für jeden hatte ich einen Charakterbogen, hätte da versuchen können, die zu überzeugen, die für euch in der Rede zu halten. Wenn ihr gut gewürfelt hättet, hätte ich auch gesagt, hätte da den AfD-Kandidaten überzeugt. So ein paar Leute habe ich hier auch bewusst reingepackt, die so ein bisschen Ähnlichkeiten zu real existierenden Leuten haben. Ein bisschen. So Leute wie er hier ist dann natürlich so ein bisschen. Ist fast schon klar, für wen das orientiert ist. Sage jetzt keinen Namen, aber so ein paar. Der junge CDUler, der so ein bisschen ist schon so. Irgendwie klar, dass der gemeint ist. Der hätte nochmal Wort drauf. Und auf die Mario hättet mehr mehrfach, der wäre euer. Ein paar wütende Polizisten habe ich noch eingebaut, die euch da irgendwie nur zu viel blöd. Ja, der Störer auf der Demo, der wäre nichts passiert. Der war da, um verkloppt zu werden. Den wollte ich hier noch reinziehen, hier den. Das war der Vater der hätte eigentlich noch früher drankommen können, der hätte noch. Der hätte noch ein bisschen Ärger gemacht mit dem Sohn. Der wäre nicht zufrieden gewesen, dass der Sohn im Bundestag ist und was willst du hier? Ein offensichtlicher AfDler. Ja, Sachen hatten wir hier drin. Die wir noch möglich gewesen wären, die noch möglich gewesen wären. Ja, und der Rest, sobald es im Paul-Löbe-Haus waren, da ich dann die ganzen Rätsel vorbereitet, da waren Rätsel und Abgeordnete. Die hätten jederzeit irgendeinen Abgeordneten finden können, hätten auch einen Linken, einen FDPler, einen CDUler, einen SPD, da hatte ich keinen, aber ja gut. Wenn sie irgendwie einen finden können. Haben sie dann für Paige Campbell entschieden, haben die Grüne dann dazu überzeugt. Das war deren Wahl. Den Mario haben sie nicht gefunden. Ja, die Rätsel mit den zwei Türen habt ihr großartig gelöst. Hätte ich nicht gedacht. Bilderrätsel war auch, habt ihr auch großartig gelöst. Da gab es dann halt, wie schon gesagt, entweder den Schatz von Christine oder den Ausweis der Abgeordneten. Ja, das zweite Rätsel mit dem Tresor, den hättet ihr öffnen können, indem er. Der hättet dann nur mal euch umgucken können in der Toilette. In der Toilette hättet ihr einen Zettel gefunden. Auf dem Zettel steht der Code 5B9K.
Das hätte dann schlüsseln können, dass das B im Hexacode für, das ist ein bisschen schwieriger, Hexacode für die 11 steht und das K für die 20. Wenn ich wechsle, aber man das dann weiterführt für die 20, dass dann das A die 10 ist, das B die 11 und dann hätte man dann weiter schlüsseln können, das K dann die 20. Dadurch hätte dann die Code 5 nach rechts, 5 nach links, 11 nach links, 9 nach rechts und 20 nach links. Da hätte dann Code gehabt. Da hättet ihr, ich lese nochmal vor, was ihr im Tresor gehabt hättet. Spieler, 860.345 Euro Aktien im Wert von 100.000 Euro, zwei Rolex-Uhren im Wert von 17.000 Euro und 48.000 Euro, eine wahnsinnig teure Kette im Wert von 6.100 Euro, ein ausgedrucktes Affen-NFT, um nochmal zu zeigen, dass die. Auch eine Idee von Modi, nochmal zu zeigen, dass die Politiker keine Ahnung von NFT haben. Und da hätte ich einen Alarm eingebaut, wenn er mehr als einen Wert von 200.000 rausgenommen hätte, dann wäre Alarm losgegangen, da wäre es vorbei gewesen. Diebstahl im Bundestag, da hätte die Mission auch schon scheitern können. Auftritt Jakob Maria Mierscheid fand ich auch großartig. Nein, mir zum Schluss nochmal, nachdem da ursprünglich Dr. Who geplant war, was mir Morty abgeraten hat, da war ich immer eine Doktoranspielung, war eine gute Idee, da mal Jakob Maria Mierscheid einzubringen. Jo, dann, ja, Abgrund überreden, dann war das ganze Prozedere mit. Hier mit Formular 38, das ist offensichtliche Anspielung. Da habe ich mich auch einfach grundlos durchs Gebäude gejagt, um einfach mal Asterix und Obelix zu simulieren. War ganz lustig. Und ja, Rede schreiben, dann der Saaldiener, der noch im Weg stand, war gedacht. Da gab es noch ein anderes Rätsel, was ich ausgelassen habe mit dem NS-Rätsel hatte ich dann hier noch ein jetzt mit einem Schloss, da hätte er dann einfach das Bild gehabt. Da hätte ich dann einfach aus zeitlichen Gründen ausgelassen, weil ich dann gesagt habe, es nervt dann auch, das vierte oder fünfte Rätsel ist dann auch vielleicht noch genügend mit dem Papierkram nerven, mit dem Formular, dass da lasst ihr das aus. Es wäre noch möglich gewesen, dass dann hätten sie gesehen, dass die Schlüsse haben einfach oben ein Kreis, zwei Kreis, drei Kreise, dass die kombinieren, wenn die so ein bisschen zusammenlegt, dann ein bisschen schief und schräg guckt, sieht man da Zahlen drin, dass man dann den Kurs dann dort eingibt. Dann wäre ein bisschen nervig gewesen, habe ich dann rausgelassen. Impfbar, Gehirntraining-Grätsel. Und am Ende, ja, die Rede. Es war dann einfach nur noch. Wenn sich dann der Daniel als Charakter durchgesetzt hätte und da, oder. Ja, eigentlich nur Daniel, weil Jane war ja auch auf der Seite von. Wenn Naga noch dabei gewesen wäre, hätte dann noch Möglichkeit gehabt. Es wäre zu viel am optimalsten gewesen. Ja. Da hätte es halt gut ausgehen können oder schlecht ausgehen können. Wenn es gut ausgegangen wäre, hätte ich gesagt, Gesetz wird abgelehnt, ihr kommt nach draußen, ihr werdet rausgebracht, ihr kriegt Applaus von den Linken im Bundestag. Draußen auf der Bühne werdet ihr von der Demonstration glorreich empfangen, ihr seid die Helden der Nation, ihr habt das Gesetz abgeschafft, ihr habt dafür, eure Mission war erfolgreich, ihr habt es geschafft, dieses schlechte Gesetz zu verhindern. Also wenn Christine versagt hätte irgendwie. Ja, und der Verräter, die Christine hätte an jeder Stelle zuschlagen können. Da habe ich noch eine Waffe mitgegeben, die hätte noch eine Pistole dabei gehabt, die gar nicht eingesetzt wurde. Das war einfach gedacht, die hätte sie einsetzen können an jeder Stelle. Hat sie gut durchgeschmuggelt. Hätte sie einfach irgendwie dem Daniel einfach den Kopf halten können und sagen können, das ist jetzt
Ziel geblieben. Oder irgendwie einen Abgeordneten am Kopf halten, irgendwie einen Abgeordneten erschießen oder irgendwer wäre es. Also an jeder Stelle, wenn die im Bundestag irgendwo mal, wenn die Abgeordnete als Geisel genommen hätten oder irgendwie, das hätte ich ausarten lassen, hätten sie. Die hätten da unsere Abgeordnete angegriffen, hätten da, hätte ich Polizisten geschickt, da wäre Alarm ausgebrochen. Hatte ich auch hier jetzt Sound noch mit dabei. Haben sie zum Glück nicht gemacht. Hätte jetzt hier noch wundervoll oder hier. Und ich das Security-Alarm hier. Hätten wir hier noch wirklich Nervtöten, Sirene-Alarm. Nicht noch Polizisten hier. Die Polizei noch einschreiten lassen. Wäre es noch richtig zur Sache gegangen. Und so einen Sound habe ich auch noch mit dabei gehabt. Achtung. Ja, wäre noch vieles möglich gewesen, hätten wir noch gesagt, ein kompletter Kampf mit der Polizei bei so einer Geistern am Bundestag, da wäre noch einiges möglich gewesen, was wir noch hätten können, machen können. Ja, wäre noch ein. Also die hätten einen Leichenzecken aus dem Bundestag raus transportiert werden können, wenn sie es gemacht hätten. Ja, war vieles möglich. Da haben sich dafür, Christine ist dafür entschieden, dann die Rede zu manipulieren. Also Pfleger hat sich entschieden, die Rede zu manipulieren, da nochmal, dass die dafür zustimmen. Daniel hat dann auch nichts mehr gegen gemacht, war der Max zu verwirrt. Eine späte Stunde dann noch. Und dann, ja, habe ich auch einfach schlecht ausgehen lassen, habe ich einfach gesagt. Herzlich willkommen im Überwachungsstaat. Bauen wir die Mauer auf. Ja, dementsprechend unherzlich wurden sie dann empfangen am Ende von Demonstranten, die da gegen das Gesetz waren. Ja, da haben wir es. War lang genug, dass das wäre, wenn. Pflege im Weiß schon eingeschlafen. Ich sitze noch hier. War es nicht zu langweilig, das was wäre, wenn... Nö. Ansonsten hast du noch Fragen oder hast du noch irgendwas, was da... Nö, eigentlich nicht. Unklar wäre. Wie gesagt, ihr hättet auch da... Im Bundestag hattet ihr noch einige Möglichkeiten, eine andere Abgeordnete zu treffen. Im Wesentlichen hätte damit jedem einen Kampf anfangen können. Ich hätte auch überall sterben können. Das ist wenn irgendwie, wenn halt gerade im Bundestag, wenn er irgendwo, wenn er bei einer Geiselnahme, wenn er halt unten eine AfD da als Geißel genommen hätte, dann hätte ich auch gesagt, es ist vorbei jetzt. Da wird nichts mehr aus Rede halten. Da schicke ich dann Spots. Habe ich Polizisten los, habe ich auch Tokens hier vorbereitet, da einige Polizisten, die ich dann geschickt hätte, dann hätte ich dann gesagt, vorbei jetzt hier, ihr seid umzingelt, dann die hätten auch Schadenswerte 7 oder 8 W 10 Schaden irgendwie mit einem Pistolenschuss, da hätte ich gesagt, zack, so hätte das auch enden können. Wenn Jane dabei gewesen wäre, ja, vielleicht wäre es so geendet. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, wenn ich noch weitergespielt hätte. Wenn ich ihn in den Bundestag reingelassen hätte. Ja, war nicht das beste Ending, was wir jetzt erreicht haben, aber auch nicht das schlechteste. Ich glaube, kann man so abschließen, oder? Ja. Und sagen, war doch ein. Hab doch auch ganz gespielt, auch an Wolfi, an Max. Und an Faragon. Und an Flegi. Der jetzt auch die Rolle von Christine als Ersatz eingenommen hat. War nicht schlecht, das war. Hätte ich mir auch am Anfang chaotischer vorgestellt, hätte ich mir gedacht, dann geht einiges noch.
Ach ja, ich hatte sogar noch einen Weg eingebaut, wo ich dann, habe ich denen so gelassen, dass die, wenn die sagen, wir fahren gar nicht nach Berlin, wir bleiben in Dresden, hätte ich doch gesagt, dann hätte ich sogar hier noch eine Sache hier in Dresden bei Nacht, dass ich dann, hätte ich in Dresden shoppen lassen, dann hätte ich mir noch irgendwie was einfallen lassen. Hätte sie bis abends in Dresden shoppen lassen können, da wäre langweilig gewesen, hätte ich gesagt, wird auf den nächsten Tag vertagt, die Abstimmung irgendwie aus Gründen, jetzt am nächsten Tag nochmal losgeschickt. Ist in dieser Kasse nochmal geschickt, hätte ich gesagt, ihr geht halt einkaufen, ihr seid bis nachts unterwegs. Nächster Morgen, Abstimmung wurde vertagt, auf geht's. Ja, so viel dazu. Falls ich das noch vergessen habe, war es auch nicht wichtig. Das Wesentlichste habe ich gesagt. Es ist jetzt schon 12:30. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich habe noch kein Abendbrot gegessen. Ich werde mich mal abmachen. Danke fürs Zuschauen bei meinem ersten Pen Paper als Spielleiter. Ja, dafür lief es doch einigermaßen gut. Kann man zufrieden sein mit. Ja, ciao YouTube, würde ich sagen. Gute Nacht. Bis zum nächsten Projekt. Schöne Life is Strange Musik, die gerade im Hintergrund spielt. Weiß nicht, wie passend die Musik bei manchen Stellen war. Ja, kann ich auch nicht beurteilen. Ja, ich habe halt probiert, halt so ein bisschen Elektromusik, habe ich im Hintergrund ab und zu mal gespielt. Und Life is Strange, so ein bisschen moderner, so ein bisschen, das passt ja. Ein bisschen wird es chillig sein, muss dann. Ja, ich würde dann morgen dir nochmal schreiben, wie du, ich sag mal, also bitte, wie du gedeidet hast. Beziehungsweise, kann ich es auch gleich noch sagen. Das habe ich akustisch nicht verstanden, wie du gedeidet hast. Also wie ich gedeidet habe, ich habe etwas ganz anderes verstanden. Ja, bin auch kaputt jetzt hier. Ich würde jetzt auch hier, würde es noch in die Endcard schicken, würde ich dann noch rüber raiden. Dass jemand, der noch live ist, können die Zuschauer noch weiter gucken. Ja. Falls sie noch Bock haben. Ja. Bleib noch dran für Raid. Verabschiede ich mich jetzt auch. Wir können morgen noch schreiben, das ist Ich habe morgen Urlaub. Ich hab die ganze Zeit, deine Nachricht zu lesen. Gut, na dann. Dann tschüssi. Ciao. Danke fürs Mitspielen. Ja, vor allem danke ans Mitspielen an alle. An Max, an Wolfi, an Fargon und an Fregi, ist er glaube ich jetzt gerade, Fregi fürs Einspringen vor allem, danke, ganz spontan, sehr spontan einspringen, danke an mein eigenes Ego, dass es das ausgehalten hat, danke an mich selbst, meine eigene Gesundheit, dass sie das ausgehalten hat, geistige Gesundheit. Guti, na dann.